Hallo, hier ist Oliver von den Nerdsnacks und ich spreche heute mit dir über das Abitur in Englisch in NRW. Und zwar, was für Klausurteile es gibt. Das Ganze kannst du auch nachlesen auf meiner Homepage, lernsnacks.net, aber das kommt später auch nochmal. Erstmal die Dauer. Der LK schreibt im Moment noch 285 Minuten inklusive Auswahlzeit, 10 Minuten und maximal 60 Minuten Sprachmittlung. Der Grundkurs schreibt 255 Minuten inklusive der 10 Minuten Auswahlzeit und maximal 60 Minuten Sprachmittlung. Ab 2025 hat man 30 Minuten mehr, also dann hat man 315 Minuten beziehungsweise 285 Minuten, weil noch 30 Minuten Hörverstehen dazu kommen. Dazu werde ich aber auch noch ein eigenes Video machen, denn das ist für Abiturienten in NRW ja neu. Andere Länder haben das schon, NRW kriegt es jetzt. Die Klausurteile. Du hast Schreiben und integriertes Leseverstehen, du hast Sprachmittlung und du hast ab 2025 das Hörverstehen. Es geht um verschiedene Themenbereiche, die alle irgendwo etwas zu tun haben mit der Lebenswirklichkeit von Schülern. Du hast die Alltagswirklichkeiten und Zukunftsperspektiven junger Erwachsener in anglophonen Kulturen, also sprich alle englischsprachigen Länder. Da geht es darum, wie leben die aktuell und wie sind deren Zukunftsperspektiven? Wie ist die Politik? Wie ist das Studium? Wie ist die Arbeit? Zum Beispiel in Amerika, in England, mit Nigeria als Beispiel für Afrika, wo ja in der Vergangenheit auch sehr viel Kolonialisierung stattgefunden hat. Deshalb natürlich die Lebenswirklichkeit etwas anders ist. Es prägt natürlich auch heute noch diese Länder. Inhalte aus dem Kernlehrplan. Identität und Gender kommt regulär vor, genauso wie Tradition und Wandel. Also ihr seht polarisierende Gegensätze. Mythen und Realität, zum Beispiel der Tellerwäscher zum Millionär und wie es tatsächlich aussieht im Moment. Globalisierung und Probleme. Fortschritt und Utopie und jährlich etwas andere Schwerpunkte. Das Ganze werde ich vor allen Dingen auch auf meiner Homepage immer wieder versuchen, ein bisschen aktuell zu halten. Jetzt in so einem Video geht das halt eben nur schwer. Erster Prüfungsteil. Schreiben, integriertes Leseverstehen. Du hast zwei Aufgaben zur Auswahl. Einmal einen literarischen Text, das kann auch Shakespeare sein zum Beispiel, und einmal einen Sach- oder Gebrauchstext. Die dritte Aufgabe in beiden Teilen ist ein Comment oder eine Recreation of Text. Und die eine Aufgabe, die ist ein bisschen näher am Text dran und die andere ist ein bisschen weiter vom Text weg. Das Ganze kann ergänzt werden durch Bilder und diskontinuierliche Texte, also Comics zum Beispiel, gab es mal in der Vergangenheit. Ein paar Beispiele habe ich im Artikel auf meiner Homepage, verlinke ich unten. Zur Sprachmittlung. Bei der Sprachmittlung bekommt ihr einen deutschsprachigen Sach- oder Gebrauchstext. Den sollt ihr dann umschreiben an einen englischsprachigen Empfänger. Zum Beispiel ein Brief an den Direktor des Globe Theaters in Oxford, wo ihr berichtet über irgendwelche Shakespeare-Tage in Berlin. Ihr habt ein paar Hilfsmittel, die erlaubt sind, nämlich ein- und zweisprachiges Wörterbuch, herkunftssprachliches Wörterbuch, wenn du das benötigst, und ein Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung. Weitere Hilfsmittel sind nicht vorgesehen, aber Lernhilfen gibt es natürlich eine Menge, zum Beispiel die Lernsnacks, meine Videos und auch meine Homepage. Die Standardsicherung, da findest du Beispiele für die Klausurteile, würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Da findest du auch Lösungen von alten Abiturprüfungen und deine Schule soll dir auch den Zugang dazu ermöglichen. Ist ein Passwort, ist deine Schulnummer, so eine sechsstellige Nummer und dann ein Passwort, was so ein bisschen komisch ist, 8 Buchstaben und dann eine Zahl dahinter. Lernhefte gehen auch immer, zum Beispiel finale Hefte. Auch ältere gehen immer wieder, also die kann man auch gebraucht kaufen. Da sind auch alte Prüfungen vorhanden. Das Einzige, was halt eben sein könnte, dass vielleicht einer der Schwerpunkte etwas anders ist. In der Regel sollte sowas ja auch in der Schule ein bisschen kommuniziert werden. Wie gesagt, auf meiner Homepage gibt es im Moment Artikel zum Nachlesen. Es gibt ab 2025 auch das Hörverstehen, das werde ich dann nochmal genauer beleuchten. Die Operatoren habe ich da mal aufgeschrieben und auch Beispiele, was dich so in der Abiturprüfung erwarten kann. Das war es jetzt auch schon in diesem Video. Abiturprüfungen in Englisch für GK und LK. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen zeigen, in welche Richtung es gehen wird. Und wenn dir das Video ein bisschen was gebracht hat oder gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Schreib mir gerne einen Kommentar. Hinterlass mir auch gerne ein Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Und guck nächstes Mal wieder rein. Das war's von den Lernsnacks. Bleib gesund und viel Erfolg bei deinem Abi.